Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin jetzt quasi bekannt dafür, dass ich seit fast 10 Jahren mit Minecraft und Mindtest-Sachen mache. Und insofern werde ich dann natürlich davon erstmal kurz was erzählen und vielleicht noch ein zweites kurz anreißen, weil das für die Themen vielleicht nochmal wichtig ist. Wenn wir einen Wettbewerb machen in Minecraft und sagen, hier gibt es zum Beispiel ein konkretes Thema, die Zukunft der Stadt. Wie wollt ihr die gestalten? Und ihr könnt einfach was einbringen. Dann bewerben sich Jugendliche, die einfach Lust haben, was zu machen. Und natürlich sind wir dann als Bildungsanbieter eher in der Rolle zu sagen, wir würden euch doch gerne auch noch bei uns im Haus haben und machen dann sozusagen die Auswertungsphase oder die Preisverleihung natürlich dann wieder in Präsenz, wenn es möglich ist, ne, wenn es Corona nicht gerade verbietet. Und da werden Jugendliche sprechfähig. Also was wir dabei entdeckt haben, was wir gar nicht im Blick hatten, ist, es ist für viele Jugendliche, gerade wenn ich jetzt nicht so, wenn ich auch nicht nur einen sehr hohen Bildungsanspruch habe, viel leichter über ihr Spiel zu erzählen. Also die erzählen dann eben, ich habe in dem Spiel, das Rathaus habe ich aus Diamant gebaut, sagte die eine Gruppe, und die andere sagte, das Rathaus haben wir aus Holz gebaut, und dann haben die sich fast gestritten. Ja, und der Hintergrund war, dass die einen gesagt haben, ein Rathaus ist doch so ein wichtiges Gebäude, das muss aus ganz wertvollem Material gebaut werden. Und die haben gesagt, ein Rathaus muss doch so leicht zugänglich sein, das darf auf keinen Fall zu abgehoben wirken, sonst geht da keiner hin. Ja, und dann bin ich plötzlich mitten in so einer politischen Debatte am Beispiel dieser Bausteine. Ja, und das sind, glaube ich, die spannenden Möglichkeiten, die wir, ne, in der Kultur der Digitalität haben und die wir dann auch wirklich nutzen können, und wir gewinnen ganz neue Fragen. Oder ich habe mit Jugendlichen ein Brainstorming gemacht, was ihre Vorstellung von Wittenberg ist. Also Jugendliche, die sich nicht kannten, eher so bis Berufsvorbereitungsjahr wirklich eher sozial eher abgehängte Jugendliche, und die haben in weniger als 10 Minuten außerhalb von Wittenberg auf der anderen Elbseite ein Hochhaus gebaut und gesagt, das ist unser Jugendclub. Und ich habe gesagt, warum das? Naja, Wittenberg, die Altstadt, ist Luther und das ist touristisch wichtig, und damit verdient die Stadt Geld, aber für uns uninteressant. Aber es ist natürlich auch ein bisschen provinziell, also Hochhaus und möglichst weit weg. Und außerdem ist es nicht nah genug am Bahnhof, dass die großen Bands, die von Berlin nach Leipzig fahren, zwischendurch kurz aussteigen können und bei uns auf der obersten Etage, ja, ihre Konzerte geben können. Ja, sehr Wunsch nach mehr und groß. Und so viel hätte ich von denen mit keiner anderen Methode des Brainstormings in 10 Minuten rausgekriegt, und die waren sich sofort auch einig und haben in dem gemeinsamen Bauen als kollaborativen Prozess ihr gemeinsames Bild als Gruppe entworfen. Ja, und vielleicht noch ein letztes Beispiel, was auch gut zu den Themen passt. Wie kommen wir zu Themen, was wir nicht nur digital machen, sondern wo es auch reale Treffen gibt? Wir vergeben gerade das Geld für die Jugendfonds der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Wittenberg. Und das machen wir natürlich auch begleitend in einer Kampagne, wo wir abfragen. Wir versuchen natürlich, die Jugendlichen auch online zu fragen. Aber das ist nochmal spannend, wirklich mit so einem Wettbewerb, in dem ich einfach sage, ich habe hier Geld, ich habe in dem Fall hier Geld für ein gutes Projekt. Entdecke ich selbst im Landkreis Wittenberg, wo ich ja nun schon seit 16 Jahren lebe, neue Projekte, die ich vorher nicht gesehen habe, weil die sich einfach finden, weil die sagen, okay, die haben gehört, ich brauche jetzt Geld und deswegen will ich was machen. Ja, und das sind da, glaube ich, so kreative Dinge, mit denen wir mehr machen können. Und wir sind da jetzt gerade dabei, diese Jugendlichen zu gewinnen, dass sie perspektivisch das Jugendforum bilden. Also nicht, wir holen jetzt irgendwie das Jugendforum, sondern aktive Jugendliche werden dann zum Jugendforum und versuchen dann wieder den Kontakt zu Jugendlichen herzustellen und ihre Themen einzubringen. Ja, und das ist ein Prozess, der passiert natürlich sowohl digital als auch durch Treffen. Also ich glaube, müssen wir auch immer im Blick behalten, dass, ne, digitale Jugendbeteiligung heißt jetzt nicht, dass wir komplett alles nur noch vom Monitor machen.